Und herzlich willkommen zurück hier im vierten Kampf bei Arena Gepäche mit Cloud. Und ich bin zufrieden, dass wir den letzten Kampf für uns entschieden haben. Der Bananenking war uns wohlgesonnen und hat natürlich auch eine Menge Bananen springen lassen, mit denen wir eine Menge Spaß hatten. So, und schauen wir doch aber erst einmal, ob das Glück und das Können, natürlich ist es nur Können bei mir, da fehlt einfach nur die Motivation. Und die gibt mir Valera schon genug. Und ja, quatschen wir einfach nicht weiter und probieren unser Deck auf ein neues. So, mal schauen, was wir heute als Gegner bekommen. Ein mufflige Magierin. Würdiger Gegner natürlich. Oh. Stack Ass. Was? Stack Ass Jack. Okay. So, das Blatt ist schon einmal. Ja. Eigentlich komplett für den Arsch. Weil ihn effektiv zu spielen mit Combo bräuchten wir mindestens 3 und noch irgendeine andere Karte. Wir hauen erstmal alles weg und schauen, ob wir was Gutes bekommen. Nein, bekommen wir nicht. Danke. Erstmal grüßen. Und wir sehen, wir haben hier einen Power-Spieler vor uns. Er hat schon ein goldenes Teil dort. Okay, was bekommt er? Er hält einen Angriff. Das müssen wir gleich unterbinden, indem wir einfach das Schaf hinzuziehen. Das war's. Wahnsinn. So, er kann eigentlich nur traden. Also, genau. Okay. So, wir haben nur 2 Mana und nichts weiteres. Das ist schlecht. Uns bleibt nichts anderes. In der nächsten Runde könnten wir ihn spielen. Gut, wir gehen ihn erstmal ins Gesicht. Und schauen, was passiert. Ich fürchte den Tod. Ja, genau. 8 Lebenspunkte. Für ein was? Für einen Dreier-Mana, das gibt's doch nicht. Wie sollen wir denn das aus dem Weg räumen, bitte? Na, direkt aus dem Weg räumen können wir es eh nicht, aber wir können es zum Schweigen bringen. Und das machen wir auch. Obwohl ich mir gar nicht sicher bin, ob das jetzt nicht ein Fehler war. Weil immerhin hätten wir einen Diener aus unserem Deck auf unserer Hand gehabt. Nein, ich glaube, das war ein Fehler. Was ist das? Streitantriebskolben? Ha. Attentat können wir noch nicht benutzen. Mech hat er nicht auf dem Feld. Wir brauchen irgendwas mit mehr wie 3 HP. Ich frage mich, ob. Wir nehmen den entstellten Berserker. Entweder er geht auf uns drauf und löst unseren Wutanfall aus, den er sowieso auslöst, egal was er macht. Könnte interessant werden. Schauen wir mal. Natürlich sind meine Chancen, denke ich, etwas begrenzt. Weil das sind wirklich Spieler, die schon ewig spielen. Vielleicht sogar gar nichts anderes machen, außer Hearthstone zu spielen. Und sie wissen natürlich, mit Situationen umzugehen. Was, wo wir jetzt, da wir es nur hobbytechnisch machen, noch mehr Windzorn. Ich krieg hier die Krise. Ja. Oh,
Okay, also er weiß, was er tut. Er weiß, was er tut. Wir können da gar nichts groß entgegensetzen. Attentat werden wir ihn hier wegklatschen. Und dann hat er aber immer noch 6 Schaden auf dem Feld. Okay, uns bleibt nichts anderes. Uns bleibt nichts anderes. Ach du meine Güte, das kann was werden. Ihnen gehen aber auch die Karten aus. Also, ja. Ja, spiel ruhig alle Karten aus. Benötigt ihr einen Segen? Ja. Oh, 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 das gibt's aufs Maul. Und wir können gar nichts entgegensetzen. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Er hat 12 Schaden auf dem Feld. Wir können nichts machen. Gar nichts. So viele möglich. Ach, du meine Güte. Wie viel hat er auf dem Feld? 4, 8, 11, 12. Ja, wir könnten es noch eine Runde überleben. Vielleicht. Das schön. Ich heile. Los geht's. Aber das war's dann auch. Also die Runde, wenn jetzt nicht noch irgendwoher Schaden kommt, halten wir noch durch. Aber wir haben auch nichts entgegenzusetzen. Absolut gar nichts. Die hätte ich jetzt den Helden gegeben, den Schaden eigentlich. Ah, oder er hat noch einen Fumpf im Ärmel. Nein, er gibt uns noch einen Zug, der uns aber auch nichts mehr bringt. Schade eigentlich. Ah, zumindest spielen wir den grotesken Drachenfalken nochmal aus. Und, keine Ahnung, gehen die nochmal ins Gesicht. Das ist überhaupt keine gute Runde. Und verloren. Nein, oh, oh, oh. Okay, ich habe auch gar nichts anderes erwartet, wenn ich ehrlich bin. Obwohl das auch so ein Zufallsteil ist. Arena ist keine geplante Sache. Und da hat man halt keinen Einblick, welche Karten man bekommt, ne? Und da. Moment. Ja, Valera? Was? Wie bitte? Was? Ich hab dich komplett blamiert. Ach so, ja. Ja, ja. Dafür kriege ich ein ganz spezielles Geschenk. Wieso? Wie wirst du denn jetzt angesehen in deinem Umkreis? Hallo? Hallo? Okay. Also sie war ganz hin und weg, total außer sich. Sagt, ich krieg ein Spezialgeschenk. Ach so, beinahe noch vergessen, unseren Schlüssel hier zu benutzen. Was haben wir denn hier? Mal schauen. Okay. 30 Gold. Und natürlich eine Kartenpackung. Okay, die machen wir auch gleich mal auf. Es ist ja ein neues Add-on draußen, beziehungsweise eine Erweiterung. Das Flüstern der alten Götter, welches natürlich 100.000 neue Karten enthält. Und dazu komme ich aber vielleicht später nochmal. Schauen wir erstmal und machen die magische Formel sprechen. So, und? Was haben wir hier? Selten. Flüchtiger Schem. Kopiert eine Karte aus dem Deck eures Gegners und erhaltet sie auf der Hand. Auf der Jagd. Verursacht einen Schaden, ruft einen Mastiff herbei. Episch. Zwielichtbeschwörer. Todesröcheln. Ruft einen gesichtslosen Vernichter 5-5 herbei. Nice. Mutierter Worgen Verstohlenheit. Und vereint gegen das Dunkel. Ruft 5 Rekruten der silbernen Hand. Das ist schön.
Oh, es hat geklingelt. Moment. Vielleicht mein Geschenk. Okay. Ich werde das jetzt live mit euch öffnen. Und hier steht noch ein Brief mit bei von Valera. Hier, Cloud, mein Held, für deine heutige Mühe. In Liebe, Valera. Ach, das ist aber nett. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich traue mich das gar nicht aufzumachen. Okay, dann wollen wir mal.